Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, diese Folge wollte ich eigentlich gerne mal noch ein Haus bauen, und zwar auf einer anderen Insel. Und da wollte ich gerade mal gucken, wo wir vielleicht eins bauen können. Da springen wir dann doch direkt mal ins Boot rein und schauen uns mal in der Gegend so um. Also das ist mir zu dicht, da sieht man das ja direkt hier alles noch. Der schöne Baum geht jetzt auch langsam weg, das ist doch mal eine schöne Nachricht. So, wo haben wir denn hier alles so Inseln? Also hier ist ja unsere Mine drauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Kommen hier noch mehr vielleicht? Da vorne kommt die Sumpfgebiet, da waren wir ja schon mal. Gucken, kommt hier noch was vielleicht? Fahren wir mal ein bisschen hier so in die Richtung. Da vorne ist noch was. Aber es wird wahrscheinlich Festland sein, oder? Sieht verdächtig danach aus. Auf jeden Fall. So. Nee, ist auch eine... Sagen wir nicht, das ist unsere Mine. Doch. Gut, das ist unsere Mine. Aber richtige Inseln habe ich hier jetzt noch nicht gefunden. Die hier vielleicht noch. Da kann man da ein paar Bäume noch pflanzen. Vielleicht die... So ein Buschwerk da machen, dass man das nicht alles direkt sieht. Guck mal, hier hätten wir auch schon einen schönen kleinen... Ach ne, kommt man nicht rein, na gut. Ja gut, hier müsste man noch viel machen. Vor allem so mit der ganzen Erde, die hier so löchrig ist. Aber ich glaube, hier machen wir das. Ist jetzt zwar auch nicht so weit weg von zu Hause, aber wieso nicht, ne? Man kann man ja mal machen. Dann wenden wir nochmal. Und dann haben wir auch keinen weiten Weg wegen den ganzen Rohstoffen und so weiter. Dann halten wir mal kurz hier an. Wir werden uns ja wohl öfters... Ach, das ist ein Tintenfisch. Wir werden hier wohl öfters mal so Sachen benötigen. Und ich würde dann doch direkt mal vorschlagen, dass wir uns mal so eine Schere machen. Die ging nämlich so. Und dann können wir uns da dann direkt so ein paar Büsche abgreifen. Warum ist hier denn gerade kaputt gegangen? Ich frage besser nicht nach. So, dann fällen wir mal die Bäume hier. Mal gucken, kriege ich die auch? Tatsächlich. Kann man auch eigentlich coole Sachen mitmachen, glaube ich. Dann nehmen wir die hier halt auch nochmal ab. So. Dann nehmen wir das Ganze hier ab so. Jetzt bin ich runtergefallen, blöderweise. So. Weiter geht's. Hier machen wir erstmal alles so weg. Daraus kann man später natürlich eine schöne Hecke machen dann. So. Überall halt da, wo wir rankommen, ne? So. Und hier nochmal. Gut, für eine Hecke wird es wahrscheinlich noch nicht reichen, denke ich mal. Wir können ja mal gucken. Ach doch, das ist schon eine ganz schöne Menge. Aber erstmal machen wir hier immer den Stamm weg. Dann kommen wir nämlich einen höher. Weil da unten ja noch ein Stamm ist dann. Und dann wechseln wir zur Schere und holen sie noch mehr. So. Halt nur das, wo wir rankommen. So. Gut, dann haben wir den ersten Baum schon mal gefällt. So, und dann haben wir das auch eingesammelt. Und dann machen wir den hier auch noch weg. Und der dürfte jetzt ja von alleine eigentlich weggehen. Ich würde mir gerne nochmal hier so zwei, drei Ranken mitnehmen. So, daraus kann man nämlich schöne Sachen machen. Am Haus oder Hecke oder so. Geheimeingang. Mal schauen. Ja, würde ich den hier gerne stehen lassen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, den machen wir auch weg. Und weil wir hier sowieso eine Hecke hinmachen und dann... ist das ja auch nicht so schlimm, wenn der dann hier nicht mehr da ist. Der hätte ja vielleicht als Sichtschutz dienen können, aber ob wir das wirklich brauchen, ist eine andere Frage, ne? Ich glaube eher weniger. So, dann sammeln wir hier auch nochmal die Sachen ein. So, ich frage mich gerade, warum hier Gras unter dem Wasser wächst, so. Oh, hier ist ganz viel Ton. Aber guck mal, hier ist Gras. Eigentlich geht das Gras doch weg, wenn die Erde das Wasser berührt, oder? Oder nicht? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube, ja, wenn dann schon, ne, weil... Oder ist das hier ein Sumpf... Also ist ja ein Sumpfbiom, glaube ich. Ist es da dann besonders, dass es da dran bleibt, oder... Ich weiß es nicht genau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, warum hier Gras unter dem Wasser ist. Und wir sterben gerade. So, irgendwie hören wir gar keinen Sound, ne, vom Spiel. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Da muss ich mich zur nächsten Folge noch informieren.
Aber erstmal machen wir hier weiter. Oh, es wird langsam dunkel. Schere. Machen wir noch mal ein paar weg. So. Und hier nochmal. Und da. Und hier und da und da. Kommt teilweise auch zwei raus, kann das sein? Das sah gerade so aus, auf jeden Fall. So, so, so. Und hier nochmal alles. Sehr schön. Mehr kriegen wir wahrscheinlich nicht. Ist aber auch schon ziemlich viel. Die Sonne geht unter. Wir wollen natürlich den schönen Abend in unserem Wintergarten genießen, den wir ja schön gebaut haben. Den wir nochmal vergrößert haben. Letzte Folge, glaube ich, war das. So, wir haben auch nochmal schön viel Ton gefunden. Oh, schnell, 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 schnell. Ja, da ist der schöne Sonnenuntergang hier mit schöner Musik. Sehr schön. Dann können wir uns hier nochmal was zu essen reindrücken kurz. So, dann ist es auch wieder voll. Unser Leben wird regeneriert. Und wenn wir hier schon sitzen, gucken wir uns diesen Sonnenuntergang auch an. Da schon ein Stück vom Mond, glaube ich, ne? Ja. Sehr schön. Dann warten wir hier mal, bis die Sonne untergegangen ist. Es ist ja irgendwie Ritual geworden. Und deswegen machen wir das jetzt auch mal. Und wir könnten dann ja eventuell auch so ein kleines Abenteuerhaus machen. Also so ein komplettes Holzhaus und dann aber vielleicht ganz viel mit ganz vielen kleinen Räumen und schönen Einrichtungen und so. So, jetzt ist dunkel und jetzt gehen wir mal schön hier schlafen. Abendbrot haben wir im Wintergarten und da sind wir auch schon wieder wach. So. Ja, ich würde sagen, war das ein Creeper? Nee. Ich würde sagen, fahren wir wieder rüber und arbeiten weiter auf unserer Insel. Da müssen wir natürlich auch nochmal mit Erde arbeiten gleich später. Das ist ja klar. Aber momentan müssen wir halt noch ein paar Bäume hier fällen, damit wir hier mehr Überblick haben. So, da können wir halt nochmal ein bisschen was mitnehmen so. Muss jetzt dann noch nicht mal viel sein, weil ich glaube, dann reicht es auch. Wobei, wenn wir die zwei hoch machen, dann sind ein Stack hier nur ganz wenige Felder so. Ja, müssen wir mal gucken. Ach, guck mal. Sehr schön. Da mache ich doch mal einen Screenshot von. Wir gehen gleich noch einen Screenshot. Ah, ja. Da badet einfach mal eine Ente. Soll das, glaube ich... Ach, die schwimmt jetzt mit, unser neuer Kollege, okay. So. Gut. Dann, ach, wir haben vergessen, den Stamm wegzumachen. Oder ich habe vergessen. Super. Ich habe vergessen, den Stamm wegzumachen. So. Ja, das läuft gut. Ihr merkt, ich kann sehr gut auch spielen so. Also, vom Spring her. So, unsere Axt ist hier. Und da ist noch ein Stamm. Und hier habe ich gerade noch ein bisschen Ton gesehen. Gut. Hier hatten wir dann so ein kleines Vorfeld. Dann würde ich die beiden Bäume noch wegnehmen. Dann haben wir so ein kleines Insel. Ach, unsere Schere ist kaputt. Dann hat sich das auch schon erledigt. Dann machen wir die Bäume jetzt weg. Sehr schön. Und dann haben wir hier unsere eine kleine Insel wieder. So wie die andere ja schon. Nur halt, dass die hier im Sumpfgebiet ist. Dann komme ich hier jetzt wieder raus. So nicht. Okay. Dann machen wir halt die hier nochmal weg und gehen dann... Hier auch nicht hoch. Doch, hier gehen wir auch hoch. So. Oh, komm, komm. Ja, wenn wir oben sind, ist es sehr schön, sehr schön. Dann können wir uns hier nämlich so runter, ich wollte gerade graben sagen, runterfällen. So. Und hier hätten wir noch mehr Ton, aber ich glaube, wir müssen nicht alles mitnehmen. So. Fahren wir mal zurück mit unserem Huhn. Ja, sehr schön. Dann fahren wir mal zurück. Jetzt haben wir auch hier ziemlich viel für unsere Hecke gesammelt. So. Ist immer noch da. Ich glaube, das kommt gar nicht mehr raus. Vielleicht hat das keine Shift-Taste. Gut. Hier kommt dann... Oh, wir haben Ei. Hier kommt dann... Hier kommt dann... Hier kommt dann gar nichts rein. Was wollte ich denn gerade machen? Wir müssen ja in den Keller. Da sind ja die ganzen schönen Lagerräume. Also, wir brauchen auf jeden Fall... Erde, ich glaube, das wird ein Stack sein, den wir brauchen. Hier kommt dann das rein. Und das Gras. Und die Seedinger hier. Die Seerosenblätter. Teile, Apparate. So, das kommt dann dahin. Und den Rest können wir eigentlich beibehalten. Wir könnten ja den Boden aus Granit machen vom Haus.
Wobei, ich glaube, das ist schon ein bisschen voreilig. Und aber dann nehmen wir uns hier mal Eichenholz. So. Okay, und dann gehen wir mal wieder hoch. Und schauen dann, wie es denn so läuft von wegen Hausbau. Wir haben jetzt ja die Insel vorbereitet. Und jetzt können wir das Haus endlich bauen. Wobei, wir müssen die Insel immer noch ein bisschen mehr vorbereiten. Denn da sind immer noch zu viele Löcher drin für ein Haus. So. Und dann nehmen wir uns hier mal die Erde und gleichen die hier so aus. So. Sehr schön. Muss ja nicht eckig werden, die Insel. Aber diese Löcher hier, die würde ich gerne wegmachen. Das kann nur ruhig bleiben. So. Und so. Und dann hier nochmal. Und da nochmal. Gut. Dann würde ich sagen, da vorne machen wir auch nochmal ein paar Löcher weg. Hier und da und hier und da. Und hier machen wir weitere Löcher weg. Und hier müssen erstmal die ganzen Seerosenblätter weg. So. So und so. Und dann hier das Ganze noch. So. Dann machen wir hier noch ein bisschen was weg. Und da sind unsere Erdblöcke auch schon leer. Hier haben wir noch ich hab's Wort gerade vergessen. Eichenlaubteil. Und da haben wir unser Schwert mal extra weggeworfen. Ich wollte gucken, wie das aussieht. Nein. Hab ich aus Versehen gemacht. So, ich würde sagen, die machen wir zwei hoch. Und dann geht die hier so rum. Wir können ja auch teilweise... Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber was haltet ihr denn davon, wenn wir hier... Wir haben ja diese Ziegeln gemacht. Wenn wir zwischen den Heckenabschnitten teilweise so Ziegeln machen, dann sieht das, glaube ich, mehr rustikal aus. So, da müssen wir dann nochmal kurz einsteigen. Bisschen zurückfahren. So. Und dann können wir den hier auch setzen. Sehr schön. So. Und hier nochmal. Und da. Und jetzt wird's kritisch. Dann machen wir hier. Und da. Ach nee, ich muss ja hier schon direkt. Na gut, dann haben wir jetzt eine Doppeldicke. So. Und so. Dann kommen hier noch welche hin. Und da noch welche hin. Und hier. Und da. Ach, hier müsste auch noch einer hin. So. Gut, dann kommt da noch einer hin. Und wir haben natürlich noch mehr. So. Dann kommt die hier noch hin und das da noch hin. Da würde ich auch noch weitermachen, glaube ich. So, und das reicht, glaube ich, auch erstmal. Dann machen wir hier noch weiter ein bisschen. Aber nicht hier. Hier können wir die Erde mal wegmachen. Dann sieht das aus wie ein abgeschlossenes Inselteil. So. Sehr schön. Den Ton lassen wir jetzt mal liegen. Den können wir holen, wenn wir ihn brauchen. So, dann machen wir noch einen kleinen Aufstieg, dass wir hier auch hochkommen. Und dann würde ich hier gerne noch ein bisschen Terraforming machen. So, mal kurz auf den Timer gucken. Okay, sieht ganz gut aus. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen Terraforming. Oh, da ist unsere Schaufel kaputt gegangen. Okay, haben wir noch eine? Nein. Aber die hier möchte ich gerne noch wegmachen. Dann können wir schon mal weitermachen. So, dann kommt der noch weg. Und weiter geht's. Dann geht das hier noch so und hier. Weil sonst müssten wir ja so eine Stufe machen. Und das ist auch nicht schön. Und dann machen wir die hier weg. Und hier ist dann unser Boot auch. Und ein Ei. Das ist eine richtige Ei-Produktion. Das ist ganz praktisch eigentlich. Auch wenn es ein bisschen verbuggt ist. Ich finde es ganz praktisch. Dann liegt immer ein Ei auf dem Boot. So, was wollten wir jetzt holen? Genau, eine Schaufel. Ja, machen wir mal eine Eisenschaufel. Und Holz haben wir dabei. Okay, hier haben wir noch 19 Ziegel. Dann kommt... Nein. Da wollte ich hin, genau. Dann kommt das da rein. So, und dann kommt das so. Und dann kommt das hier so. Kann man eigentlich auch was machen mit den Ziegeln? Also, nee. Gut, hätte mich auch gewundert, wenn ich ehrlich bin. So, dann haben wir hier nochmal drei. Dann können wir daraus mal bestimmt ein paar Steine machen. Ja, so natürlich nicht. Aber so. Nochmal fünf Stück. Dann haben wir hier noch zwei übrig. Und das kommt dahin. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan.